Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich wieder in meinem Fahrzeug, in meinem Auto. Ihr wisst, was es heißt. Neuer Stadionvlog. Heute wieder mit Borussia Dortmund. Champions League Viertelfinal Rückspiel gegen Atletico Madrid. Das Hinspiel waren 2-1 für Atletico. Dortmund erste Halbzeit komplett verpennt. Zweite Halbzeit sehr starkes Spiel von Dortmund gewesen. Jetzt am Wochenende haben beide Mannschaften nicht ihre beste Leistung gezeigt. Atletico hat 3-1 gewonnen gegen Girona und Dortmund hat 2-1 gewonnen gegen Gladbach in Unterzahl. Beide haben gewonnen, aber es war auf jeden Fall nicht von beiden Mannschaften die beste Leistung. Ich hoffe, dass Dortmund einigermaßen fit ist wieder nach dem Spiel gegen Gladbach, weil das war sehr, sehr anstrengend, wie gesagt, auch in Unterzahl. Und ich muss leider offen zugeben, dass ich heute sehr, sehr große Angst habe, beziehungsweise Respekt vor Atletico. Ja, ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl heute. Muss ich leider mal offen zugeben. Ich war trotzdem, wie gesagt, nach Dortmund, um das Spiel zu sehen, um die Mannschaft zu unterstützen, lautstark. Ich fahre heute auch nicht alleine. Gleich steigt noch ein Kollege bei mir ein, der zum ersten Mal in Dortmund mit dabei ist, der zum ersten Mal im Westfalenstadion ist. Und ja, ich hoffe, ihm gefällt das. Ich werde ihm mal ein paar Einblicke geben, so aus meinem Fußballalltag. Kommt halt mal mit. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns auf dem Weg nach Dortmund, beziehungsweise in Dortmund. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. So, meine lieben Leute, wir sind jetzt in Dortmund angekommen. Mirko ist auch mit am Start. Und? Hat zurzeit nicht so viel mit Fußball zu tun, aber ich habe ihn schon eingeschweißt. Hört die Sache schon an. Er kommt von Football. Da ist die Pille in die Runde. Ihm zeige ich heute mal das Stadion. Ich hoffe, ihm gefällt das alles in Dortmund. Wir hatten jetzt 4 Stunden Zeit zu überlegen, was aus dem Spiel heute wird. Ich habe auch noch keine Idee, was ich halten soll von dem Ganzen. Ich muss erstmal abwarten, wer überhaupt spielt, wie die Startaufstellung sein wird und alles drum und dran. Und dann nochmal ein Fazit ziehen, beziehungsweise Fazit nicht, aber dann eine Prognose machen, wie das Spiel ausgehen wird. Wir laufen unseren altbekannten Weg Richtung Stadion, wie jedes Mal, wenn wir in Dortmund sind. Und ja, dann sehen wir uns gleich vor dem Stadion, beziehungsweise im Stadion. Und hoffentlich habe ich da dann eine Prediction, was das Spiel heute von sich geben wird. Wir sehen uns gleich. Ja, hoffentlich ist das heute der Fall. Gute BVB. So, wir sind jetzt im Stadion und hier kann man nochmal schön geile Bilder mit der Leinwand und einen schönen Banner vor dem heutigen Spiel machen. Ach, da ist schön das Wohnzimmer und jetzt gehen wir auf unsere Plätze. Let's go! So, wir sind jetzt im Stadion, draußen auf dem Platz. Sind wieder riesige schöne Plätze, muss ich sagen. War wieder schön oben in der Ecke, aber man kann alles gut erkennen. Let's go, Rio! Letzten Mann! Somit 500 Spiele für Borussia Dortmund. Was eine Marke. Respekt, Mann. So, Leute, wir haben uns eine Prediction abgegeben. Mirko, was sagst du? Ich sage 3-1 für Dortmund. 3-1 für Dortmund. Ich sage 2-1 nach 90 Minuten und in der Verlängerung auch 3-1. Aber er sagt eine Verlängerung. Ja, wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit heute. Sehr, sehr viel Aufwand muss heute sein. Ich habe Angst. Aufstellung zuvor, aber wie immer, you never walk alone.
Alle Borussia Dortmund, alle. Alle Borussia Dortmund, alle. Dortmund darf nur nicht nachlassen jetzt. Wir führen 2-0, Leute. Ich kann das nicht glauben. Wir führen 2-0. Eigentor mal zum Elfmeter. Nein.
Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, wie man so schlecht verteidigen kann. Und so war das Stadion wieder da. Freude, Atletico, ihr wart ein geiler Gegner. Geiles Spiel heute wieder. Echt. Hut ab auch an den Support von euch. Ihr seid mit so vielen Leuten angereist. Geil. Echt. Ich wünsche euch noch viel Glück, aber wir sind einfach alle. Ja, Jungs! Ihr seid die Geilsten, ihr seid die Heftigsten. Ich liebe euch, Jungs. Ich liebe euch. Den Weg gemeinsam gehen. Oh, BVB, die Liebe wird nie vergehen. Schalala, schalala, la, 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 la.
kommt die Kündigung. Scheißegal. Borussia Dortmund international. Yes. Wir haben es geschafft. Dortmund steht im Halbfinale der UEFA Champions League. Yes! Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin jetzt zu Hause, ich bin komplett im Arsch. Mein Hals tut weh, meine Stimme ist fast weg. Ich habe keine Worte dafür, was das für ein Abend heute war. 4:2 gewinnst du zu Hause gegen Atletico Madrid. Und stehst damit im Halbfinale. Yeah! Geil! Leute, dankeschön, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Dankeschön, dass ihr so zahlreich immer dabei seid und ja, mich supportet. Dankeschön. Ich bin gerade überglücklich. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll zu dem Spiel heute. Richtig, richtig schöner und wichtiger Sieg von Dortmund heute. Von dieser geilen Truppe. Ja, war echt ein schönes Spiel. Erste Halbzeit Dortmund besser gewesen. Zweite Halbzeit kommt Atletico mit einer schönen Power aus der Halbzeit, macht das 2-2 innerhalb kurzer Zeit. Und ja, dann ist Dortmund nochmal aufgewacht, hat nochmal aufgedreht. Und zum Glück das Spiel 4:2 für sich entschieden. Finde ich natürlich also mega gut. Der Halbfinalgegner ist Paris Saint-Germain. Das Hinspiel wird am 30.04. in Dortmund sein. Was ich nicht so geil finde, dass wir das Hinspiel zu Hause haben. Ist immer eigentlich geiler, das Rückspiel zu Hause zu haben. Aber ja, lässt sich nicht ändern. Müssen wir mit leben. Aber wir stehen im Halbfinale. Ich sag euch, auch das Spiel ist machbar. So Leute, falls das Video gefallen hat, lasst es mich wissen. Like das Video. Kommentiert fleißig unter dem Video. Gebt mir Verbesserungsvorschläge. Und ja, abonniert den Kanal, falls ihr keine weiteren Stadionvlogs mehr verpassen wollt. Ja. Ich bin so stolz auf diese Truppe. Ich werde jetzt richtig schön schlafen können. Leute, wir sind im Halbfinale. Ja, wir sehen uns beim nächsten Stadionvlog. Yes, yes. Haut rein. I just wanna lie.